Ich stelle allerdings fest, dass auf sehr viel konkrete meiner Fragen gar nicht geantwortet worden ist. Also ich frage mal, ich habe Sie gefragt, alle miteinander, wie Sie sich denn Ihre Steuersätze vorstellen demnächst. Keiner ist darauf eingegangen. Also ich sage das nur noch mal in den Raum rein, weil das ist essentiell wichtig für die nächsten Jahre. Und ich will auch gar keinen Zweifel dran kommen lassen. Und ich sehe den amtierenden Bürgermeister hier auch im Raum sitzen. Guten Abend, Herr Bürgermeister Habeck. Herzlich willkommen hier. Der Stärkungspakt, unter dem die Stadtwerk Neustadt liegt, ist keine Rahmenbedingung, sondern ist bindend. Und zwar verpflichtend bindend für die Stadt. Da können Sie nicht drin rumspielen oder irgendwas machen, weder der Rat noch, der zukünftige neue Bürgermeister. Ich habe auch gefragt, welche neuen Ideen haben Sie wirklich? Neue Ideen. Der Christian Baumann hat gesagt, Ausgaben reduzieren. Wir müssen Immobilien verkaufen und Grundstücke verkaufen. Ich glaube, da sind schon alle ganz munter dran. Ähnliches hat ja auch Herr Hasselbach gesagt, indem er dann auch gesagt hat, wir haben wirklich jeden Pfennig rumgedreht in den letzten Jahren und wissen eigentlich nicht mehr ganz besonders, außer wir packen es wirklich gemeinsam an, wie wir da noch rauskommen sollen. Allerdings hat Herr Hasselbach auch gesagt, wir sind vom Bund und vom Land fremdbestimmt. Da klagen übrigens alle Kommunalpolitiker immer drüber. In diesem Fall sind sie natürlich auch von den eigenen Sachzwängen der eigenen Stadt fremdbestimmt. Herr Holberg hat fairerweise gesagt, Haushalt ist nicht so ganz sein Ding. Das wird er dann aber noch üben müssen. Und Herr Mittelhoff, der hat dann schon gesagt, er hat Personal, will er einsparen und schlanke Abläufe haben. Das habe ich nicht gesagt. Verwaltungsorganisation, okay. Aber ich glaube, wenn ich Herrn Halbe jetzt fragen würde, wie die Verwaltungsabläufe hier sind, dann würde er Ihnen schon zustimmen, dass er das schon macht. Und ich frage mich allerdings, wie Sie die Kreisumlage zurückholen wollen ein bisschen. Das müssen Sie mir noch beantworten, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das wäre meine erste Frage und dann gebe ich eine kurze Fragerunde in den Saal rein. Kreisumlage zurückholen, kurze Frage.